Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. In der Diskussion um Sozialreformen haben sich führende SPD- und Grünen-Politiker zuversichtlich zur Zustimmung im Bundestag geäußert. Sie zeigten sich sicher, dass der Kurs von einer eigenen Koalitionsmehrheit getragen wird. Die Union bot auf der Grundlage ihres Reformkonzeptes der Regierung Gespräche an. Die CDU-CSU-Vorschläge stießen bei SPD und Grünen allerdings auf ein verhaltenes Echo. Sowohl SPD-Generalsekretär Scholz als auch Grünen-Chef Bütikofer traten Berichten entgegen. In den Regierungsparteien gäbe es starken Widerstand gegen den Reformkurs. Welche Reformschritte gesetzt werden, wollen SPD und Grüne im Juni auf Sonderparteitagen klären. Vorsorglich betonen grüne Kritiker der Agenda 2010 schon jetzt, dass sie das Gesamtvorhaben nicht in Zweifel ziehen. Aber es gibt eine Reihe von Personen, die sagen, das muss sozial gerechter ausgestaltet werden, als es jetzt so ist. Und da ist die Zahl bei den Grünen circa 8, es können auch mehr sein. Und bei den SPD-Kollegen und Kolleginnen hatte man von 20 gehört. Wie wir uns in Abstimmung im Deutschen Bundestag dazu verhalten, das kann, glaube ich, keiner genau voraussagen. Es gibt eine Reihe von Kritikern bei den Grünen und es gibt eine Reihe von Kritikern bei der SPD. Und die Zahlen könnten in etwa so sein. Obwohl der gemeinsame Reformkurs mit den Sozialdemokraten nicht völlig unumstritten ist, sieht die Fraktionsvorsitzende der Grünen keine Gefahr für die Regierung. Wie viele ihrer Kollegen die Agenda 2010 noch ablehnen, kann sie im Moment nicht einschätzen. Ich kenne keine 8 Abgeordneten, die erklärt haben, dass sie an der nötigen Mehrheit fehlen werden. Eine Zuversicht, die der Fraktionsvorsitzende der SPD inzwischen demonstrativ teilt. Wenn Rot-Grün, und das ist natürlich richtig und das muss auch deutlich bleiben, keine eigene Mehrheit hat, dann kann man nicht regieren. Aber ich gehe davon aus, die eigene Mehrheit kommt. Die SPD-Spitze wurde deutlich. Verfehlt die Reform eine rot-grüne Mehrheit, gibt es keine rot-grüne Regierung mehr. Eine Warnung, die Sozialdemokraten und Grünen gleichermaßen gilt. In Nürnberg versucht SPD-Chef und Bundeskanzler Schröder zur Stunde weiter, die Parteibasis von seinem Reformkurs zu überzeugen. Auf der zweiten von 4 Regionalkonferenzen warb er vor Delegierten aus Bayern, Baden-Württemberg und Hessen um Zustimmung. Vor der heißen Diskussion drinnen erst einmal der Protest draußen. Dem Aufruf des DGB sind 1000 Menschen gefolgt. Auf Plakaten kanzeln sie Schröders Agenda 2010 mächtig ab. Auch die Initiatoren des Mitgliederbegehrens gegen die Reformpläne machen mobil vor der Regionalkonferenz. Die Partei diskutiert und das ist ja ein großer Fortschritt. Wir haben schon viel erreicht. Auch den Sonderparteitag sollte es nicht geben, wenn Sie sich erinnern. Und jetzt gibt es ihn doch. Also sind Erfolge da und wir werden schauen, dass wir die Erfolge ausbauen. Und ich bin optimistisch, dass wir da auch am 1.6. oder spätestens auch in den detaillierten Gesetzgebungsverfahren dann noch einige Dinge da reinbringen, die es wert sind, dass wir diesen Kampf auch aufgenommen haben. Die wachsende Kritik in den eigenen Reihen vor Augen gibt sich der Kanzler kämpferisch. Appelliert an die Geschlossenheit der Partei. Und für unsere Partei, nach meiner festen Überzeugung, ist der entscheidende Punkt, ob wir in einer Phase gesellschaftlichen Umbruchs die Kraft und die Geschlossenheit finden, die notwendig ist, um als die gestalterische politische Kraft von unserem Volk wahrgenommen zu werden. Darum geht es letztlich in all diesen Debatten, liebe Freundinnen und Freunde. Mit der zweiten Regionalkonferenz geht die Diskussion über die Agenda 2010 in eine neue Runde mit neuer Qualität. CDU-Chefin Merkel und CSU-Chef Stoiber stellten in München das Reformkonzept der Union vor. Auf den gemeinsamen Kurs hatten sich gestern Abend die Präsidien der Schwesterparteien verständigt. Auch CDU und CSU planen Einschränkungen beim Arbeitslosengeld und bei der Sozialhilfe. Sie wollen den Kündigungsschutz lockern und mit drastischen Abschlägen die Frühverrentung bremsen. Mit ihrer Reformlinie sieht sich die Union als treibende Kraft. Die anderen würden nicht zustande bringen. Dagegen nehme die Union die Rolle als Motor der Reformen ein. So selbstbewusst präsentierten die Vorsitzenden Merkel und Stoiber ihre Einigung über das Strategiepapier zur Sozialreform. Mit notwendigen Einschnitten bei Arbeitslosengeld, Kündigungsschutz und Sozialhilfe gehe das Konzept weit über die Agenda 2010 der SPD hinaus. Da kann CDU-Chefin Angela Merkel nur müde lächeln bei der Frage, ob sich jetzt die CSU gegenüber der großen Schwester durchgesetzt habe. Also ich finde, das, was man von einem Kompromiss verlangen kann, die Seiten haben sich aufeinander zubewegt. Wir haben die Sachebenen abgeklopft und wir haben das auf einer gleichberechtigten Grundlage gemacht. Und wenn das in Deutschland
üblich wäre, dann wäre Deutschland schon viel weiter voran. Zentrale Punkte im Unionskonzept. Das Arbeitslosengeld wird auf 12 bis 18 Monate gekürzt. Bei 40 Beitragsjahren sind es 24 Monate. Die Sozialhilfe wird um 30% reduziert, wenn ein zumutbarer Job abgelehnt wird. Der Kündigungsschutz gilt erst in Betrieben ab 20 Mitarbeitern. In kleineren Unternehmen fällt er künftig für Neueingestellte weg. Die Frühverrentung vor 65 soll unattraktiver werden. Wir brauchen auch ein Stück Optimismus mit diesen Reformen. Es immer wieder deutlich machen, die Einschnitte, die wir jetzt vielen abverlangen, ist ein Ausdruck neuer Solidarität für die Sozialpolitik des 21. Jahrhunderts. Solidarität mit den Arbeitslosen. Das Signal aus München, die Union ist bereit, auch unpopuläre Entscheidungen mitzutragen. Jetzt ist Rot-Grün am Zug. Mit Warnstreiks unterstreicht die IG Metall seit gestern Nacht ihre Forderung, die Arbeitszeit auch in Ostdeutschland auf 35 Stunden zu verkürzen. In Thüringen und Sachsen legten mehrere tausend Metaller für eine Stunde die Arbeit nieder. Die Arbeitgeber lehnen die Gewerkschaftsforderung mit dem Argument ab, die Produktivität sei noch immer geringer als im Westen. Ein Land, ein Volk, eine 35-Stunden-Woche. Die IG Metall gibt sich kampfbereit. Mit Warnstreiks macht sie Druck, um für die 310.000 Beschäftigten der ostdeutschen Metallindustrie eine Anpassung der Arbeitszeit an das Westniveau durchzusetzen. Derzeit arbeiten die Ostmetaller noch 3 Stunden länger als ihre Kollegen im Westen. Und das bei nahezu gleichem Gehalt. Es geht nach 13 Jahren Einheit um Gerechtigkeit. Die Angleichung muss her. Wir wollen Beschäftigungssicherung, wir wollen Beschäftigungsaufbau. Und schließlich muss in hochproduktiven Betrieben auch davon ausgegangen werden, dass Menschen sich erholen müssen vom Stress. Es gibt im Übrigen auch noch ein Leben nach der Arbeit. Mit der 38-Stunden-Woche mehr Arbeit für Sachsen, versprechen die Arbeitgeber. Sie warnten die Gewerkschaft davor, in Ostdeutschland die 35-Stunden-Woche zu erzwingen. Die meisten Betriebe in den neuen Ländern könnten einen solchen Kostenschub nicht verkraften. Schließlich sei die längere Arbeitszeit der letzte Wettbewerbsvorteil für die Ostbetriebe. Wir sagen, die zeitgleiche oder zeitnahe Umsetzung der IG Metall-Forderung würde zu einem Abbau von Arbeitsplätzen führen und den mühseligen Aufholprozess, der bisher durchaus erfolgreich war und immerhin über 25.000 Arbeitsplätze gebracht hat in den letzten 5 Jahren, schwer und nachhaltig beeinträchtigen. Die Warnstreiks sollen in den nächsten Tagen ausgeweitet werden. Bereits für Ende Mai bereitet die IG Metall die Urabstimmung über einen Streik vor. Die Arbeitgeber drohen mit Aussperrungen. Die Fronten sind verhärtet. Ein heißer Mai steht bevor. Die Gewerkschaft der Lokführer hat der Bahn ein Ultimatum gestellt. Falls bis zum 13. Mai keine Verhandlungen über einen eigenen Tarifvertrag für Lokführer begonnen haben, könne es schon bald zu einem Arbeitskampf kommen, so eine Sprecherin der GDL. Das Hessische Landesarbeitsgericht hatte in der vorigen Woche Streiks im Nahverkehr für zulässig erklärt. Bei seinem USA-Besuch versucht Bundesverteidigungsminister Struck, die deutsch-amerikanischen Beziehungen nach dem Streit über den Irakkrieg wieder zu verbessern. Er sprach in Washington zunächst mit seinem Amtskollegen Rumsfeld und wird auch mit Sicherheitsberaterin Rice zusammentreffen. Den Rahmen für die Begegnung bildet eine Konferenz von Vertretern der NATO und der Ukraine. Die Unterredungen von Verteidigungsminister Struck finden diesmal alle hinter verschlossenen Türen statt. Anders als im November war kein amerikanischer Gesprächspartner zu gemeinsamen Presseterminen bereit. In Washington wirft man Deutschland vor, mit der neuen europäischen Verteidigungsinitiative die NATO zu schwächen. Dieses Misstrauen will ich versuchen auszuräumen. Es ist aus meiner Sicht unberechtigt. Wir hoffen, dass insbesondere Großbritannien auch sich sehr schnell an unserer Initiative beteiligen wird. Im Ronald-Reagan-Gebäude sprach Struck seinen Amtskollegen Rumsfeld auf Berichte an, die USA wollten ihre Truppen aus Deutschland nach Osteuropa verlegen. Außerdem wollte Struck wissen, wie lange deutsche Soldaten noch die amerikanischen Kasernen bewachen sollen. Ein weiteres Thema bei Rumsfeld, wie es in Afghanistan weitergeht. Wir werden eine größere Verantwortung der NATO in Kabul erreichen, was auch bedeutet, dass Deutschland in gewisser Umfang seine Präsenz durch die sogenannte Führungsaufgabe in Afghanistan, die jetzt entstanden ist, auch reduzieren kann. Mit anderen Worten, wenn die NATO mehr in Afghanistan tut, könnten viele deutsche Soldaten von dort wieder nach Hause. Was den Irak angeht, so forderte Struck noch einmal eine wichtige Rolle der UNO. Allerdings ist aus deutschen Regierungskreisen auch zu hören, dass man sich den Einsatz von NATO-Truppen zur Sicherung des Irak vorstellen könne. Dann sei kein UN-Mandat zwingend.
Ein solches NATO-Engagement bedeutet aber nicht automatisch eine deutsche Beteiligung. Noch in dieser Woche will die Bundeswehr ihre Präsenz in Kuwait verringern. Von den 200 Soldaten kehren 140 nach Deutschland zurück, teilte das Verteidigungsministerium mit. Sie waren vor dem Irakkrieg in Kuwait stationiert worden, um bei Gegenangriffen atomare, biologische oder chemische Kampfstoffe aufzuspüren. Die 6 Spürpanzer vom Typ Fuchs bleiben zwar in Kuwait, aber nur 2 von ihnen werden einsatzbereit gehalten. In der nordirakischen Stadt Mossul haben etwa 200 Vertreter verschiedener Volksgruppen einen Stadtrat und einen Bürgermeister gewählt. Die drittgrößte Stadt des Irak wird künftig von einem arabischen Bürgermeister regiert. Ihm stehen ein kurdischer Stellvertreter sowie ein Turkmene und ein assyrischer Christ als Assistenten zur Seite. Die Abstimmung fand unter Aufsicht der US-Armee statt. Die Wahlen in Mossul waren die ersten im Irak seit dem Sturz von Präsident Saddam Hussein. Der US-Nahostbeauftragte Burns hat bei einem Treffen mit dem palästinensischen Ministerpräsidenten Abbas in Ramallah ein Ende des palästinensischen Terrors gefordert. Im Gegenzug müsse Israel die Lebensumstände in den Palästinensergebieten verbessern und den Bau jüdischer Siedlungen im Westjordanland und im Gazastreifen stoppen. Gestern hatte sich Burns bereits mit dem israelischen Ministerpräsidenten Sharon getroffen. Seine Gespräche sollen den für Ende der Woche geplanten Besuch von US-Außenminister Powell in der Region vorbereiten. Italiens Ministerpräsident Berlusconi hat vor einem Gericht in Mailand Korruptionsvorwürfe zurückgewiesen. Als Geschäftsmann soll er laut Anklage in den 80er Jahren Richter bestochen haben, um deren Entscheidung bei der Übernahme eines Unternehmens zu beeinflussen. Ein Urteilsspruch wird für den Sommer erwartet und fällt möglicherweise mit Italiens EU-Ratspräsidentschaft zusammen. Tumult vor dem Gerichtssaal. Ein Beobachter fordert lautstark Silvio Berlusconi auf, die Verfassung und die Justiz zu respektieren. Der Regierungschef antwortet, er werde den Zwischenrufer verklagen. Berlusconi in der Offensive, auch gegen die Justiz. Heute muss er vor Richterin Luisa Ponti aussagen, weil ihm die Staatsanwaltschaft vorwirft, in den 80er Jahren Richter bestochen zu haben, um ein staatliches Unternehmen kaufen zu können. Berlusconi weist alle Vorwürfe zurück. Der Kauf sei ihm vom damaligen Regierungschef Craxi angeboten worden. Er persönlich habe davon nicht profitiert und von Bestechung könne keine Rede sein. Zum ersten Mal in der Geschichte Italiens muss sich ein Regierungschef in eigener Sache vor Gericht verantworten. Und das nur eine Woche, nachdem dessen engster Vertrauter Cesare Previti zu 11 Jahren Haft verurteilt wurde. Wegen Richterbestechung beim Verkauf eines anderen Unternehmens. Und kaum jemand in Italien glaubt, dass Previti damals auf eigene Faust gehandelt hat. Denn profitiert hatte kein anderer als Silvio Berlusconi, der sich aber als unschuldiges Opfer einer kommunistischen Justiz darstellt. Den Gegenangriff verkündete er vergangene Woche in einer Zeitung. Schlagwort Justizreform. Sie soll verhindern, dass Berlusconi im Herbst als amtierender Regierungschef auch noch verurteilt wird. Nach heftigen Protesten haben die Fraktionen von SPD und CDU im Landtag von Schleswig-Holstein die Pläne für eine Diätenerhöhung am Abend gekippt. Die Abgeordneten in Kiel waren mit dem Beschluss, die Bezüge zum 1. Juni um 1.800 auf 5.700 Euro anzuheben, unter starken Druck der eigenen Basis und der Öffentlichkeit geraten. Der Absturz eines Bundeswehr-Hubschraubers vor etwa 4 Monaten in Afghanistan geht möglicherweise auf einen Montagefehler zurück. Das teilte die Staatsanwaltschaft im baden-württembergischen Ravensburg mit. Gegen 3 Bundeswehrangehörige werde wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Bei dem Absturz waren im vergangenen Dezember 7 Menschen ums Leben gekommen. In Berlin und vielen anderen deutschen Städten haben heute mehr als 100.000 Menschen für die Rechte von Behinderten demonstriert. Mit Bannern und Plakaten forderten sie anlässlich des Protesttages der Behinderten mehr Geld für den sozialen Bereich, Barrierefreiheit in den Städten und Gemeinden sowie ein wirksames Antidiskriminierungsgesetz. Zu den bundesweiten Aktionen hatten rund 100 Behindertenverbände aufgerufen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 6. Mai. Das ist der bisher wärmste Tag in diesem Jahr gewesen. Bis zu 33 Grad wurden stellenweise gemessen. 17 Grad wären normal und in diese Richtung entwickeln sich auch die Temperaturen, jedenfalls im Nordwesten Deutschlands. Der Grund? Das Tief zwischen Schottland und Norwegen verdrängt allmählich die warme Luft. Im Osten und Süden ist es heute Nacht zunächst sternklar. Im Nordwesten ziehen Regen- und Gewitterwolken auf, die ostwärts ziehen. Ein Regenband liegt dann zwischen Ostsee und Pfalz. An der Nordsee wird es freundlicher, sonst mal Sonne, mal Wolken, einzelne Schauer und Gewitter.
Der Wind wird mäßig bis frisch. Dort, wo sich Gewitter entladen, entwickeln sich stürmische Böen. Die Nachttemperaturen liegen im zweistelligen Bereich. Am Tag ist es im Nordwesten deutlich kühler als im Südosten. In Passau bis 29 Grad. Am Mittwoch ist es im Norden sonniger als im Süden. Im Schwarzwald sowie zwischen Donau und Alpen gibt es einzelne gewittrige Schauer. Am Chiemsee bis 30 Grad. Am Donnerstag mal Sonne, mal Wolken, gegen Abend in der Mitte und im Süden vielleicht wieder Schauer und Gewitter. Im Norden wird es wieder wärmer.